Spielanalyse. Endlich angekommen. Und bevor es losgeht, reden wir natürlich zum einen über die Aufstellung. Und ich habe es mir schon überlegt, dieses Mal machen wir es so, dass ich kurz den Spielverlauf nochmal wiedergebe und wir dann in die Aspekte starten, damit wir bei den Aspekten wirklich einigermaßen losgelöst sind von Zeitabfolgen, von Chronologie. Erstmal zur Aufstellung. Marton Dardai rückte ja für Marc-Oliver Kempf in die Innenverteidigung. Das war durchaus zu erwarten, würde ich behaupten, nachdem Christian Fell ja auch sagte, das kommt für Brooks definitiv zu früh. Clemens wäre eine Option gewesen, aber ich glaube, das war schon klar. Schuler und Kabofnik standen erneut in der Startelf. Auch das war jetzt nicht selbstverständlich. Man hätte ja schon sagen können, nach diesem Spiel gegen Regensburg, da kriegt vielleicht mal Niederlechner seine Chance oder ähnliches. Wer rausrotiert ist, war Martin Winkler. Ich würde vermuten, aus Leistungsgründen, das wurde ja auch in der letzten Podcast-Folge besprochen, das schleppt er so ein bisschen durch, dass das bislang noch nicht so viel war, um ehrlich zu sein, und besonders gegen Regensburg nicht. Spannend war, dass Cuisance dafür zurückrotiert ist in die Startelf, aber ob er oder Ibo Maser jetzt der Rechtsaußen waren, das war nicht ganz klar und das war auch Teil des taktischen Plans, würde ich behaupten. Da reden wir aber gleich drüber. Reden wir erstmal über den Spielverlauf selbst. Hertha ging ja in der 28. Minute in Führung. Gechter auf Kenny auf Schuler, ein relativ einfacher Angriff. Doch nur 4 Minuten später glich Kaiserslautern nach einem nicht geklärten Eckball zum 1:1 aus. Kurz vor Halbzeitpfiff gingen die Roten Teufel dann auch in Führung durch Opoku nach dem Fehler von Gechter. Aber kurz nach der Pause war dann der Rescherhand da, bedient von Michal Kabochnik. Und in der 64. Minute ging dann Hertha sogar in Führung. Wieder Schuler, wieder Kenny mit der Vorlage. Aber auch das sollte wieder nicht lange halten. Wieder 4 Minuten später der Ausgleich, diesmal ja das 3:3. Fehler von Diego Demme im Spielaufbau. Flipper, Kugel, so ein bisschen hatte man das Gefühl. Und dann donnert Tomjak den Ball gegen Ernst Hand gegen und dann ins Tor. Aber 10 Minuten später sollte der Schlusspunkt gesetzt werden. Nach einem nicht geklärten Eckball, diesmal war Hertha quasi der Nutznießer wie Clement in der 32. Minute, diesmal in Person von Michael Cuisance, der einmal ansetzte, einmal antäuschte und dann etwas Glück hatte und mit dem abgefälschten Schuss dann das 4:3 setzte. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Hertha brachte das über die Zeit mit mehreren Wechseln, auch Defensivwechseln wie Toni Leistner, der dann auch mal wieder spielte. Und so feierte Hertha dann den Ausreißerfolg auf dem Betze plus den dritten Pflichtspielsieg in Folge. Das hatten wir ja schon erwähnt. Bevor wir jetzt wirklich zu unseren Aspekten kommen, würde ich Benny einmal bitten, uns von der ja scheinbar grandiosen Atmosphäre zu berichten. Du warst einer der Auserwählten, der mit 4000 anderen im Auswärtsblock stand und da ganz schön was abgerissen hat. Ja, war echt cool. Also ich war mit einem Freund dort. Wir waren vorher bei Waldhof Mannheim gegen Saarbrücken noch um 14 Klar. Uhr. Dachten, wenn man da schon mal da ist, kann man sich auch sowas angucken. Irgendwas Spannendes gewesen? Also es war 90 Minuten Krampffußball. Ich habe Lukas Klünter wieder gesehen. Das ist der hat durchgespielt. Der ist Innenverteidiger bei Waldhof Mannheim. Also eine Dreierkette, der rechte Innenverteidiger. Zentraler Innenverteidiger. Neuverpflichtung Henning Matriziani. Das schreit also hohe Fußballkunst. Es war wirklich übel. Also auch von Saarbrücken. Saarbrücken, die eigentlich als Aufstiegsfavorit galten, das war fußballerisch wirklich gar nichts. Auch das einzige Tor des Spiels, also Saarbrücken hat das 1:0 gewonnen, war auch irgendwie einfach ein Kopfball aus 20 Metern, weil der Torwart irgendwie am Boden lag und so. Und es war ganz wild auf jeden Fall. Typisches Drittligaspiel. Wunderbar. Ja. Und umso schöner war dann halt der Fußball, den ich danach geboten bekommen habe. Also das muss man wirklich sagen. Lukas hat ja in der letzten Folge schon ein bisschen erzählt, einfach von dem ganzen zum Betzenberg hochlaufen und so, das hat schon was. Mhm. Ich war vorher noch nicht da und er hat recht behalten. Also das ist schon ein ganz cooler Weg, auch so einfach da hochzugehen. Und dann hast du wirklich da einen kleinen Berg und obendrauf steht dieses Stadion. Das war echt heiß. Also ich kam an und habe ich nur geschwitzt und dann hast du auch noch dieses Dach, die haben ja so eine Dachkonstruktion, wo das Dach so ein bisschen nach unten geht. Das ist wie so eine Welle nach unten, sage ich jetzt mal. Mhm. Dadurch hitzt sich das gefühlt noch ein bisschen mehr auf. Oder du hast zumindest das Gefühl, dass die Luftzirkulation nicht so groß ist. Was natürlich für den Schall super ist. Also die Stimmung dort war klasse, aber bei den Temperaturen war das dann schon auch gut anstrengend.
Aber ja, es war also von Beginn an total cool. Ne? Du startest eben mit der Choreo, du hörst aber eben auch viel von den Heimfans, also auch das war cool. Du hast viel Karlsruher waren dabei. Das hatte was und das hat natürlich das Ganze auch hitzig gemacht. Also ich weiß noch, ganz am Anfang sind wir hochgelaufen und da waren eher noch Herthaner und Lauterer. Und dann ab und zu kam halt so ein kleiner Mob von Karlsruhe und dann mitten rein. Dann wurde es halt so ein bisschen spicy. Dann gingen die Gesänge gegenseitig los. Es gab ja auch ein kleines Scharmützel zwischen Hertha, vielleicht auch KSC-Fans und Lautern-Fans, die sich am Stadion, also schon auf dem Stadiongelände, kurz bevor man quasi die Treppen hochgeht, da von einem Zaun getrennt Sachen hin und her warfen. War direkt bei den Getränkeständen. Ja, und sonst gab es halt Wechselgegensänge mit den Beleidigungen. Aber ja, Stimmung war deswegen super von der ersten bis zur letzten Minute. Also Gästeblock super. Ich habe vom Heimfans eben ab und zu was gehört, aber das kann auch schallbedingt sein. Ich fand vom Gästeblock eine super Leistung. Aber die Heimfans hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass sich da was bewegt, aber ich habe teilweise nicht so viel gehört, einfach weil man selbst zu viel gemacht hat. Hab ja auch, glaube ich, einen neuen Fangesang, richtig? Das kann sein, ich bin kurz vor Anpfiff auf jeden Fall noch Getränke holen gewesen. Mhm. Während des, und dann ging ja mehr oder weniger das klassische Auswärtslied, weil das ja auch Teil der Choreo war, was dann darum ging. Also ja. Misha, du bist unser Choreo-Experte in der Runde, würde ich behaupten. Sag mal an, wie schön fandest du das? Boah, ich fand das mit die beste Auswärtschoreo, die ich bei Hertha gesehen habe. Also ich fand, die war schon sehr, sehr geil. Also ich finde diesen Bär sowieso super. Großer Fan von. Einige unter uns nennen ihn Hertinho. Ich will nicht mehr verraten. Grüße an den anderen Benny. Ich hab mich schon gefragt, ich habe gerade ein schelmisches Grinsen gesehen und war so, ja, jetzt kommt's, jetzt erzählt das. Ich habe es nicht geplant, ich wollte es jetzt nicht, also ich war jetzt nicht so, dass ich vorsätzlich gesagt habe, okay, den hau ich jetzt in die Pfanne. Nee, aber also war natürlich nicht Hertinho, wissen wir alle, und das Bild war super. Ich fand irgendwie auch so die Blinker- und Pyro-Verteilung im ganzen Block geil, dass das gut verteilt war. Ich fand die Blockfahne super, das geschlossene Bild. Also alles war gut, und man muss dazu sagen, das ist im Fernsehen untergegangen, weil in dem Moment halt nicht auf dem Auswärtsblock gefilmt wurde. Aber es gab ja noch Teil 2 der Choreo. Mhm. Also wenn der Ball ins Tornetz fliegt, und dann kam quasi danach, feiern wir den Auswärtssieg. Das hat Sky aber noch berichtet. Okay, gut, ich war in der Kneipe. Haben sie noch gezeigt und haben sie drauf verwiesen, das hat man gesehen, ja. Sehr gut. Finde ich auch sehr cool, wobei ich da mir gedacht habe, ja, muss ich schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ne? Weil das Ding hätte natürlich nicht geknallt, hätten wir nicht gewonnen. Und da dachte ich mir so, okay, bei dem Spielverlauf, die Leute, die an der Choreo da beteiligt waren, dachte ich, das kann es jetzt nicht sein, oder? Ja. Aber war sehr, also sah sehr, sehr gut aus, ja. Inklusive ja auch Feuerwerk, ne? Das war schon ein schöner Gesamteindruck. Echt, generell muss man sagen, das kam wirklich am TV auch rüber. Hexenkessel Betze, ne? Also da, ja. Diese besondere Abendatmosphäre auf dem Betze hat sicherlich auch zur Intensität beigetragen. Das Spiel hat ja keinen Anlauf genommen. So ein Duell zweier großer Traditionsvereine vor 48.000 Zuschauenden mit 4.000 Gästefans. Das hat schon einfach richtig Spaß gemacht und ist halt kein Vergleich zu einigen Partien in der ersten Liga. Das muss man einfach so klar sagen. Das ist schon diese besondere Aura, die Traditionsvereine haben, kannst du die einfach nicht erkaufen. Das entwickelt sich, das gibt es oder das gibt es eben nicht. Meintest du nicht, oder gab es diesen Tweet, dass mehr Leute das Spiel geguckt haben als Leverkusen RB? Ich glaube, quasi gleich viele, ja. Da kann man natürlich einschränkend dazu sagen, dass Hertha Lautern durch Sport 1 im Free-TV lief. Das muss man natürlich schon dazu sagen. Das ist ein klarer Vorteil. Trotzdem, ja, die Zahlen waren annähernd gleich, was ja trotzdem vielleicht eine gewisse Aussagekraft hat. Das ist schon so. Aber dann würde ich sagen, wenn Benny nichts mehr hat zur Stimmung, können wir sportlich werden. Lass uns sportlich werden. Den Rest liefert dann Dennis bei Hertha TV. Dienstagmorgen, habe ich gelesen. Dann im Stadion-Vlog nach. Liebe Grüße an der Stelle. Gut,
Wer möchte denn beginnen? Wer hat denn hier direkt was? Wer hat ein heißes Eisen rumliegen? Ich kann, lass Benny den Vortritt. Ich kann gerne sagen, Marc, ich habe es ja auch kurz vor der Aufnahme immer gesagt, ich fand es in dem Sinne einfach cool. Ich meine, ich habe vor Ort einen halben Herzinfarkt bekommen. Das war nicht so cool. Aber einfach diesen Fußball zu sehen, 90 Minuten, ja, dass Hertha da einfach so dominant aufgetreten ist und das auch diesmal wirklich auch von Anfang bis Ende eigentlich mit dem Ball echt ganz gut gemacht hat. Ich meine, wir sind ja jahrelang einfach anderen Fußball gewohnt, von Paul Dardai über Sandro Schwarz etc. Sehr viel eben umschalten, Jürgen Klinsmann. Einfach sehr viel. Hatte eine Idee. Ne, Alexander Nuri. Oh Gott. Ja, ich also glaube, Bruno Labbadia hat es tatsächlich ein bisschen mit Ballbesitz. Ja, aber das war auch, bei Bruno Labbadia hat es am Anfang, wirkt es so ein bisschen so dieses befreiende Element, so, oh, jetzt sozusagen die Fesseln sind gelöst und jetzt können wir offensiv spielen, aber dann auch irgendwann so ein bisschen Ballbesitz um des Ballbesitzes willen. Also so richtig so einen kompletten perfekten Plan fand ich, da war da manchmal ein bisschen wackelig. Aber ich fand das einfach mal schön zur Abwechslung. Ich meine, das kann ja andersrum genauso sein. Letztens hat im Elf-Freunde-Themenfrühstück der Tim Jürgens, der glaube ich irgendwie HSV-Anhänger ist, der hat auch erzählt, dass er immer ganz froh ist, jetzt Steffen Baumgart zu haben, sah nach Tim Walter mit extrem viel Risiko, dass jetzt halt auch mal ein Trainer da ist, der sagt, hier macht ihr mal den Ball, wir verteidigen jetzt mal. Ne? Also sowas kann man ja auch schön finden. Aber ja, ich finde es einfach schön zu sehen, dass man jetzt einfach mal einen anderen Fußball sieht, wirklich einen gut durchdachten Ballbesitz-Fußball. Und ich fand es auch spannend, diese Aufstellung, als ich die gesehen habe, dachte ich, huch, Cuisance auf rechts außen, der hat doch eigentlich nicht das Tempo, spielt der Maser rechts außen, ne? Also das genau die Gedanken, auch, die du auch schon geschildert hast. Es wurde dann ja im Ballbesitz irgendwie so ein Ding, das Gefühl, Kenny und Schernd auf einer Linie auf den Außen standen und Cuisance wie so ein freies Radikal im Zentrum unterwegs war. Das war ganz, ganz spannend, ja. Und das fand ich auch super, weil ich meine, wir leben jetzt aktuell in einer Zeit, in dem deutschen Fußball relativ viel mit Positionsspiel gearbeitet wird. So, und deswegen relativ viele Mannschaften auch auf Manndeckung setzen. Unter anderem ja auch Hertha. Hertha macht auch viel Manndeckung. Das hat man ja bei jedem lauteren Abstoß gesehen, dass bei jedem Gegenspieler ein Spieler war. Wir sind nicht mehr so krass in so einer Zonendeckung, sondern voll in Manndeckung. Und Hertha hat das gemacht, was der HSV gegen Hertha in der ersten Hälfte gemacht hat. Wie du es halt aushebeln kannst, ist, wenn du es gut kannst, Positionswechsel. Weil dann ziehst du immer wieder den gegnerischen Spieler aus seiner Position raus und öffnest halt irgendwie Räume. Und das hat Hertha eben super gemacht, dadurch, dass sie, weil sie im Zentrum dann eben diesen einen Spieler nochmal mehr hatten mit Cuisance. Und hattest du es immer wieder, dass auf den Halbräumpositionen einfach zwei Spieler waren. Dann waren da mal Maser und Kabovnik zusammen, dann waren da Cuisance und Maser mal zusammen, dann waren da auch mal wen habe ich vergessen, welche Kombo, Cuisance und Kabovnik zusammen. So hattest du es dann immer wieder, dann hattest du mal Kenny dabei, Scherhand dabei und so hattest du immer eine Dreiecksoption, mit der Lautern irgendwie nicht so ganz klar kam und so hast du dich immer wieder gut nach vorne gespielt und was dann einfach Hertha sehr erfrischend macht, ist dann dieses schnelle Spielverlagern dann auf die andere Seite, wo dann eben auch ein Lukas Schuler auch eine gute Rolle dann hier und da gespielt hat, dass er dann einfach den Ball präzise quer auf die andere Seite dann auch mitgebracht hat, wenn er angespielt worden ist. Und das fand ich einfach schön zu sehen, weil so hat sich Hertha jedes Tor eigentlich richtig gut irgendwie rausgespielt, ne? Abgesehen vielleicht von dem vierten, was aus einer Standardsituation irgendwie resultierte. Aber das fand ich echt gut. Und das hatte ja Hertha auch so ein bisschen Lautern voraus. Auch Lautern hatte viele Chancen, hätte das Spiel gewinnen können, hätte noch ausgleichen können, keine Frage. Aber Lauterns Tore waren eben vor allem individuelle Fehler, also aus einer Umschaltsituation und Standardsituation. Und auch viele andere Chancen waren Standardsituation oder eben Fehler, die sie dann doch nicht genutzt haben. Und das fand ich einfach, das hat dann, auch wenn Lautern eigentlich auch einen Ballbesitzansatz oder zumindest etwas ballbesitzlastiger pflegt unter Anfang, als sie es vorher hatten, da fand ich, hat man dann schon einen klaren Unterschied gesehen, weshalb ich dann auch am Ende finde, dass das richtige Team gewonnen hat, weil man dann eben auch für den Aufwand belohnt worden ist, ohne zu sagen, Lautern hat jetzt ein schlechtes Spiel gemacht. Ja, meine Assoziation, das war natürlich nicht nur meine, aber die ich auch in meinem MBB-Text bemüht habe, war das Spiel gegen Magdeburg vor ziemlich genau einem Jahr. Das war der fünfte, nicht der vierte Spieltag, trotzdem viele gleiche Umstände. Und damals hat Hertha ja das Spiel auch verloren. Also damals war Hertha quasi Kaiserslautern, denn die Mannschaft, die auch viele Tore gemacht hat, die auch zum Ausgleich hätte kommen können,
Aber am Ende die Mannschaft, die verdient verloren hat, weil der Gegner, damals Magdeburg, die deutlich reifere Spielanlage hatte. So. Ähnlich, finde ich, war es jetzt am vergangenen Samstagabend. Ich finde, ich gehe eigentlich allem mit, was du gesagt hast. Nicht nur eigentlich, ich gehe in allem mit. Ich finde, dass Hertha wie eine Heimmannschaft aufgetreten ist im Ballbesitz. Man hatte in der ersten Halbzeit 70% Ballbesitz. In der zweiten, also roundabout nach 90 Minuten waren es ja dann, ich glaube, knapp 63 oder ähnliches. Das ist absurd hoch für einen Auswärtsauftritt, besonders wenn man eben sagt, also hat ja auch Christian Fjell direkt vorm Anpfiff bei Sky gesagt, wir dürfen Kaiserslautern nicht viel, sich zu viel vom Ball überlassen, weil sie dann sehr viel Druck entwickeln können. Ich würde sagen, Mission erfüllt, wenn Kaiserslautern mit unter 40% Ballbesitz aus dieser Partie geht, dann hat man dahingehend etwas richtig gemacht. Man hat erneut gesehen, dass sich Hertha Zeit für seine Angriffe nimmt, aber nicht Zeit aus Selbstzweck, keine Hintenrum-Scheiße, wie wir es vielleicht auch von früher kannten, wo sich einfach nur sinnlos hin und her geschoben wurde, sondern man hat klare Muster im Aufbauspiel, man hat klare Mechanismen zum Überleiten ins letzte Drittel, das ist klar erkennbar. Man hat, du hast die klugen Dreiecksbildung schon erwähnt und die Positionsrochaden, Benny, da gehe ich komplett mit. Und so hat man ja immer wieder kontrolliert den offensiven Flügel geöffnet, weil niemand meistens Kenny markiert hatte oder Derry Sherhand, weil es dann gegenläufige Bewegung gab oder man hat den Flügel überfrachtet oder ähnliches. Und so fiel ja auch das 1:0 folgerichtig, wie ich finde, in der 28. Minute. Klar, davor war es auch hitzig, ne? Da hat Kaiserslautern auch ganz oft noch sein Spiel durchgebracht, dieses auch hoch anlaufen, eklig sein, Stadion mitnehmen, zack. Aber irgendwann hat er das schon kontrolliert und dieses 1:0 ist ja nach Plan. Auch da hast du nämlich das Ding, dass Maser und Cuisance fast aufeinander stehen, dadurch gleich zwei Spieler auf dieser Seite auf sich ziehen und es dadurch dieses 1-gegen-1 des Verteidigers vom FCK gibt und eben Kenny. Und da Kenny weiß, dass Gächter diesen Pass spielt, den er ja auch herausragend spielt, hat er diesen einen Gedankenschritt mehr und ist einfach schneller. Nimmt den ja auch super mit, ne? Mit dem Kopf legt er den sich vor. Und dann ein Kontakt und Lukas Schuler köpft ein, der das ja auch, also auch da, ne? Genau dafür ist er ja da. Genau das ist ja dieses Gehen, was der Mittelstürmer bei Hertha dann auch braucht. Hat mich auch sehr für ihn gefreut, dass sich der Knoten dann jetzt gelöst hat, nachdem ja doch ein bisschen es gebrodelt hat nach dem Regensburg-Spiel und Leute so waren, haha, kann das was werden? Auch das zweite Tor von Hertha, das 2:2, fiel ja, es war ja fast baugleich. Auch da, guter Aufbau, klare Bewegung, die einen Raum öffnen. In dem Fall hat dann ja Karbovnik den Ball bekommen, der dann einfach durchsprintet. Da kann man aus Lautern-Sicht sagen, wo ist da die Gegenwehr? Das darf eigentlich nicht passieren. Trotzdem, auch da ist es dann super, wie sich Sherhand in diesen Halbraum fällen lässt, wie so eine Art zweiter Mittelstürmer agiert, sich so aus der Lösung des Rechtsverteidigers, aus der Deckung löst des Rechtsverteidigers und dann ja sehr überlegt einschiebt. Und Positionsspiel, wie du gesagt hast, ist ein ganz wichtiges Element eben auch im Fjell-Fußball. Also dementsprechend hat ja auch dieses 3:2 war ja auch dieses Spiel wieder. Kenny erkennt, es muss jemand auf dem rechten offensiven Flügel nach Ball gewinnen, sprintet durch, wird von Cuisance eingesetzt und weiß dann, dass er in der Mitte eigentlich Schuler flach anspielen müsste, dort finden müsste. So ist es dann auch. Und so fällt dieses Tor. Nur das 4:3 ist dann ja eher ein Zufallsprodukt beziehungsweise Einzelleistung. Aber die drei Tore vorher von Hertha haben Struktur, haben einen Plan, haben ein System. Und ich erinnere mich, wie wir in den letzten Jahren immer wieder hier saßen und uns fragten, wie kann es eigentlich sein, dass, also, was machen die unter der Woche? Was trainieren die? Warum ist überhaupt nichts im Spiel erkennbar? Warum wirkt es so, als ob diese Mannschaft sich gerade auf dem Feld kennengelernt hätte? Und ich glaube, das Element radiert man immer mehr aus den Köpfen der Spielern. Und das finde ich dann doch, und wir reden eben von 5 Pflichtspielen bislang, das finde ich dann doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich bin auch bei dem, sorry, dass ich nochmal reingrätsche, ich finde, bei dem Punkt mit Kenny, der hat ja wirklich mehrere von diesen Läufen gehabt im Rücken vom linken Verteidiger. Es gibt ja auch kurz vor dem, es müsste vor zu dem
von dem 3-2, genau, kurz vor dem 3-2 von Hertha gibt's ja auch nochmal so eine Situation, wo wieder so ein, wo Marton da den super Ball spielt, ja, auch wieder einen Rücken vom Verteidiger und Kenny stößt da rein, dann kommt der Kral, der Torwart von Lautern, noch rechtzeitig raus und es gibt eine Ecke. Ich habe mich gefragt, der linke Verteidiger von Lautern, der kam ja von Nürnberg, das ist ja Erik Wickesser und den kennt ja auch Fjell ganz gut. Kann ja vielleicht sein, dass er diese Schwäche bei ihm auch irgendwie so ein bisschen ausgemacht hat, dass man immer wieder gesagt hat, man attackiert halt dessen Rücken so ein bisschen, weil er ist ja auch, also Wegers hat ja auch oft offensiven Flügel gespielt und dass gerade bei Spielern mit dem Offensivdrang dann vielleicht auch der Schritt nach vorne leichter ist als der Schritt nach hinten. Das haben wir auch letztes Jahr auch ab und zu gesehen bei Karbovnik oder Duziak, die auch eher nach vorne orientiert waren, dann mit einem langen Diagonalball auch gerne mal ausgehebelt worden sind. Fand ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant zu sehen. Definitiv. Und das finde ich auch so spannend, denn Demme hatte nach dem Abpfiff gesagt, wir haben ja uns in der Halbzeit gesagt, dass wir so weitermachen müssen, trotz der zwei Gegentore, denn Hertha ging ja mit dem Rückstand in die Halbzeit. Und genauso hat man es ja gemacht. Also wie gesagt, das Tor fiel ja in der 51. Minute von Scherhand und wieder nach dem Muster des 1-0s und das ist schon, ich finde, das Comeback von Hertha war ja darin begründet, dass man sich nicht von diesem hektischen Spielverlauf hat verwirren lassen im Ballbesitz, sondern dass man ja diesen spielerischen Stil und diese Muster einfach, und das, genau das ist ja der Punkt. Was mich in der letzten Saison oft so kirre gemacht hat bei Hertha ist, dass gefühlt der Spielverlauf Herthas Spielweise diktiert hat. So, und Hertha sich ganz oft vom Spielverlauf hat mitreißen lassen. Das ist ein Problem auch der letzten Jahre gewesen, aber die letzte Saison ist nun mal am nächsten und dementsprechend der klare Referenzwert. Und deswegen ja auch Partien nicht kontrollieren konnte. Wir erinnern uns, Hertha, die ständig eine Führung verspielen und ähnliches. Jetzt muss man abwarten, wie sich das on the long run dann entwickelt, aber jetzt nur für das Spiel bezogen. Genau das ist hier nicht der Fall gewesen, sondern man wusste, wir wollen so und so zu unseren Toren kommen, wir wissen, dass wir das können und egal, was um uns herum gerade passiert, an Stimmung, Hexenkessel, Gegner, wir machen das so. Und das hat ja auch Christian Fehl nach dem Spiel gelobt und auch da gesagt, es war ein verdienter Sieg, weil wir unser Spiel bis zur letzten Minute durchgezogen haben. Wir haben in unsere Räume gespielt, nicht irgendwelche langen Bälle geschlagen. Darum geht's, dafür trainieren wir. Ich finde, das bringt es auf den Punkt, was Hertha letzte Saison gefehlt hat. Aber Misha, du hast noch nicht so viel gesagt. Vielleicht bist du ja jetzt mal der uns das auch vielleicht ein bisschen vermiest und auch mal über Probleme in dieser Partie redet, denn die gab es ja auch zuhauf. Ja, genau, bevor ich damit anfange, wollte ich vielleicht sagen, dass gerade auch die Spielanlage, die ja Fjell oder den Spielern gibt oder die Idee auch dazu beiträgt, dass man das Spiel auch besser diktieren kann und vielleicht auch mal aus einer Situation heraus, in der das Spiel nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat, halt auch mal besser eingreifen kann. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Dardai-Ball spielst oder einen Konterfußball, dann ist das einfach schwieriger, als wenn du sagst, okay, du spielst Ballbesitz, Fußball, hast irgendwie klare Passstaffetten und Spielabläufe einstudiert, dann glaube ich, dass das einfacher ist mit diesem Ball als mit Konterfußball und alles, was drumherum so gibt, was nicht bedeutet, dass es dann nicht funktioniert, aber ich glaube, es ist schwieriger. Ja, so viel dazu. Ich habe eigentlich auch noch vieles Positive, aber natürlich. Da werden wir auch noch zu kommen, aber ich glaube, wie nennt man das nochmal bei Erörterungen im Deutschunterricht? Sand ins Getriebe. Nee, Sanduhrprinzip wollte ich eigentlich sagen, aber. Ach so, ich dachte. Da hat man seine Chance gesehen und den Fehlpass gespielt. Nee, ja, meine perfekt. Dieses. Oder es gibt doch diese Prinzipien, du musst ein positives Argument nennen und dann wieder ein negatives, sondern ein positives. Ah, das meinst du. Feedback-Sandwich-Methode, positiv. Sandwich-Methode, so, guck mal. Ja. Dann leg doch mal das Salatblatt drauf, Misha. Ja, das Salatblatt werden die individuellen Fehler gewesen sein. Also zumindest das größte Salatblatt, sage ich mal. Ob es jetzt der Fehlpass von Gechter war oder die Situation von Demme, wo er auch irgendwie, klar, die wurden schon stark unter Druck gesetzt, aber ich hätte mir jetzt irgendwie, ich war trotzdem ein bisschen überrascht, wie sehr er sich da ich sag mal, unter Druck setzen lassen hat, weil
ein Mann mit seiner Erfahrung und auch mit seinen Fähigkeiten. Man sieht jetzt, glaube ich, schon in den Spielen, dass er was am Ball kann und dass er den durchaus gut behaupten kann. Hätte ich das nicht erwartet. Und das sind natürlich Punkte, die wurden jetzt von Lautern bestraft, die zwar eine gute Mannschaft haben, aber ich sag mal, ohne auch jetzt vorweggreifen zu wollen, gegen Düsseldorf wird das noch härter bestraft. Und deswegen haben wir uns das da unnötig schwer gemacht. Also ich würde sagen, das 1-1 von Clement, das kann man irgendwie noch ein bisschen ausklammern. Auch da verteidigt man nicht konsequent genug. Also man hätte den Ball besser klären können. Aber die anderen beiden Fehler, das waren ja, war ja haarsträubend. Also dieser Pass von Gechter, also klar, ja, auch da wieder Glück, dass der irgendwie gegen Innenpfosten knallt und dann rein, aber boah. Ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt. Man sieht in der Wiederholung, dass Demme sogar, also er erwartet das Signal von Demme nicht ab, weil Demme rotiert. Demme rotiert ja quasi vor den Innenverteidigern links und rechts lang und zieht immer ein, zwei Spieler auf sich, um Lücken zu öffnen, quasi. Wie so ein Pendel schlägt das aus. Mhm. Und er läuft und zeigt an, spiel mit denen jetzt genau dahin, wo ich gerade langlaufe, nach rechts. Und dieses Signal wartet Gechter nicht ab, sondern genau in dem Moment, wo Demme quasi den Arm ausstreckt, um anzuzeigen, jetzt dahin, spielt er ihn gegen seine Laufrichtung. Mhm. Klassisches Missverständnis, wo Gechter hätte einfach ruhiger, geduldiger sein müssen. Das ist dann, glaube ich, auch die fehlende Erfahrung in dem Fall. Und dann, ja, ist Opoku auch ein Spieler, wenn er dann den Ball hat, dann ist er weg. Also ich fand Opoku, das ist schon eine Waffe in der zweiten Liga, ne? Also der hat schon wahnsinniges Tempo. Und klar, beim Tor ist dann ein bisschen Glück dabei mit dem Innenpfosten, aber muss er auch machen, so am Ende. Ärgerlich, kann vermieden werden, definitiv. Und Demme, ich finde, um da vielleicht kurz einzusteigen, also total richtig, ich finde auch, Micha, dass bei seiner Erfahrung darf das eigentlich nicht passieren. Da gilt das Argument eben nicht wie bei Gechter. Und es war jetzt der zweite eher, also ich will das nicht überdramatisieren. Hier geht es nicht darum zu sagen, oh Gott, doch, Demme ist doch finished. Und guck mal, da kommt die Feuerwehr schon. Demme ist schon finished und das geht nicht. Und er ist überfordert, um Gottes Willen. Das war ein guter Saisonstart insgesamt, aber in den letzten beiden Spielen empfand ich ihn als eher unglücklich. Und es beginnt immer dann, wenn Gegner super schnell, super vertikal das Mittelfeld überbrückt. Da siehst du einfach, dass Demme leider mittlerweile wirklich an Tempo verloren hat. Und das kann er nicht immer durch Stellungsspiel ausgleichen. Und dann ist er überfordert. Und ich finde, dann fand ich es auch konsequent von Fjell, dann auch Clemens reinzunehmen, weil in der Phase hast du gesehen, dass Hertha das Mittelfeldzentrum überhaupt nicht mehr dicht bekommt. Gut, dass man mit Clemens eine Option hat. Gut, dass Clemens auch da einen Spieler vor sich hat, der nicht unüberholbar ist. Das ist ja auch wichtig für so einen jungen Spieler. Aber ich wollte das schon bringen, dass man bei Demme bei allem Lob, was man für ihn übrig haben kann und haben muss, auch negativ anmerken kann, dass er definitiv seine Defizite hat und die hat Kaiserslautern offengelegt. Wobei, ich habe gerade noch mal geguckt, also er hat eine Passquote von 95%, das ist auch schon wieder... Ja, klar. Aber klar, natürlich, man merkt das schon an der einen oder anderen Stelle. Ich denke aber... Ja, ich muss sagen, gegen Regensburg hatte ich nicht den Eindruck, aber da habe ich auch eine Stadionperspektive, kannst du vielleicht auch noch... Ne, so das kriegt man da nicht so richtig mit. Aber ich glaube, das kriegt er noch einen Griff. Vielleicht, ja, die Erfahrung, das darf ihm nicht passieren. Aber was man ihm schon zugutehalten muss, dass er halt nicht so viel gespielt hat in der Saison davor. Ja, definitiv. Und, dass das deswegen da vielleicht auch daran liegt. Ne? Also Gechter hat nicht die Erfahrung und die Abstimmung zwischen den beiden stimmt vielleicht noch nicht zu 100%. Und Demme selber muss da schon ein kleines Defizit aufholen. Und ich muss sagen, das habe ich mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, weil ich dachte so, boah, also letzte Saison konnte man schon sagen, der ist jetzt nicht so zum Zuge gekommen. Aber jetzt in der vergangenen Saison hat er ja wirklich kaum, wie viel hatte der? 2 Spiele oder so? Ich weiß es nicht mehr. Kommt hin. Ja, und da waren wir alle irgendwie ein bisschen skeptisch, ob der auf Anhieb funktionieren kann. Und ich finde schon, dass der im Schnitt der Mannschaft mehr gibt, als er ihr nimmt und dass er halt ein paar Sachen irgendwie noch in den Griff kriegen muss. Und das sind halt, klar, die Schnelligkeit wird er jetzt nicht richtig in den Griff kriegen, aber vielleicht ist er in der einen oder anderen Situation von der Entscheidungsfindung schneller und Antizipation, und ja. Ich finde mich hat auch tatsächlich das dritte Gegentor mehr geärgert als das zweite.
Einfach weil das zweite ist halt so ein Ding, also der Zeitpunkt war total blöd. Direkt vor der Pause dem Heimteam sozusagen so ein Tor schenken, das war blöd. Aber das war halt so ein Ding, wo ich dachte, ja gut, irgendwie ist es halt einfach ein bitteres Timing, bitteres Missverständnis, als ich das nochmal gesehen habe, eben das Gechter genau in dem Moment den Pass spielt, wo der ihm hinzeigt, wo er hinspielen soll. Ne? Also ich sehe den Fehler auch in erster Linie bei Gechter, ist natürlich im Idealfall, wüsste er halt schon vorher, wo er hinspielen soll, weil der Gegner kommt ja ihm auch schon näher. Aber ja, es ist, das ist so ein bisschen bitter gelaufen. Beim dritten Tor dachte ich, weiß ich, Demme ist fast 33, der ist erfahren, der muss doch, also die Situation war relativ klar. Auf seiner Seite war kein Mitspieler, aber halt irgendwie hatte zwei Gegenspieler vor sich. Er ist definitiv langsamer als wahrscheinlich jeder Lautere auf dem Platz. Und dann irgendwie dieses 1-gegen-1 zu suchen, ich hätte mir gewünscht, dass, auch wenn es kein Mittel ist eigentlich, das wir wählen sollen, dass er den Ball einfach weghaut. Hau weg, ja. Ich habe einfach im Spiel gedacht, hau ihn einfach weg, weil diese Lage eben, wenn du jetzt noch ein, zwei Spieler in deinem Rücken hast, dann ist das vielleicht nicht so schlimm, also Mitspieler. Wenn da jetzt Kenny und Kabovnik beispielsweise stehen, aber da stand eben niemand und so hat dann Opoku den Ball. Ich meine, gut, wie es da weiterläuft, ist auch ein bisschen Pech für Hertha, weil Opoku halt einfach irgendwie einen völlig missglückten Schussversuch hat, der zu einer super Flanke wird, die ideal bei Tomjak landet und dann Seefried ein bisschen übermotiviert in dieses 1 gegen 1 geht und eigentlich wegrutscht und Tomjak dann in diesen Schusswinkel mit links völlig frei hat. Und ja, das ist so ein bisschen blöd gelaufen, aber da dachte ich halt eben, wie ihr meintet, der hat eigentlich die Erfahrung, um dann zu wissen, dass man die Situation vielleicht anders löst und wenn es auch dann nicht schön ist, aber einfach weghauen den Ball, hätte mir ein bisschen besser gefallen. Und weil du einfach Lautern in einem Zeitpunkt wieder stark gemacht hast, wo Hertha eigentlich dem 4-2 näher war als Lautern dem 3-3 und vor allem dann ist das Stadion halt immer richtig laut geworden, weil das war ja auch, meine ich, ein Zeitpunkt, da war, glaube ich, dann Ache auch schon auf dem Platz. Und der ist ja aktuell einfach nicht fit für mehr als 30 Minuten. Aber diese 30 Minuten, die sie ihn haben, sind halt elektrisierend, weil jeder Ball im Strafraum, da steigt dieser menschliche Leuchtturm hoch und bringt ihn aufs Tor. Ich finde es wirklich, also es ist absurd, wie viele Kopfballduelle Ache gewinnt. Und das ist zum einen seiner... Ist der so groß? Nee. Der hat eine Sprungkraft, das ist wirklich beeindruckend. Zum einen hat er eine Sprungkraft, aber was zum anderen auch ein Ding ist, der hat eine also ich hatte für den RBB-Vorbericht zum Spiel mit einem Lautern-Fan geredet und der meinte auch, der antizipiert Flanken herausragend, der findet den perfekten Moment, um abzuspringen quasi. Und das macht ihn auch so gefährlich. Er meinte, es gab letzte Saison eine Szene, da hat Jean Zimmer lief sich warm und die Flanke kam rein und Jean Zimmer jubelnd die Arme hoch, da war Ache noch nicht mal beim Kopfball. Weil der wusste, die Flanke wird bei Ache landen und der macht die rein. So drin ist das. Das ist Wahnsinn. Und ich finde, beim Demme-Fehler, das Einzige, was man ihm da nicht, also anders, ich finde, das Tor war sogar auch doppelt vermeidbar, weil ich finde, da agiert man viel zu passiv. Alle rennen nach hinten. Niemand geht auf den Ballführenden. Das hat mich ein bisschen gestört in der Szene. Ich glaube, dann wird nämlich die Hereingabe, wir haben gesagt, Zufallsprodukt, trotzdem sie wird nicht so kontrolliert kommen, wenn er ein bisschen Gegnerdruck bekommt. Das fand ich ein bisschen, ja, das sind manchmal noch alte Muster. Du musst eigentlich rausverteidigen. Wenigstens ein paar. Ist ja gut, dass manche die Tiefe sichern, logisch, aber sind einfach alle nach hinten gerannt, das Tor dann fällt. Bitte? Fünf Mann waren hinterm Ball. Ja, hinterm Ball waren viele Hertha-Spieler. Ja. Kannst du besser machen, würde ich behaupten. Das war jetzt das Salatblatt, beziehungsweise vielleicht legen wir noch eins drauf und bleiben vielleicht kurz bei den Unzulänglichkeiten. Dann würde ich nämlich den Elefanten ein Stück weit im Strafraum in dem Fall ansprechen. Herthas Verteidigen von Standardsituationen oder Nicht-Verteidigen von Standardsituationen. Es ist ja, wir haben ja darüber geredet, dass 1:1 in der 32. Minute fällt dadurch, dass Hertha in eine FCK-Ecke nur sehr halbgar klärt. Dieser Kopfball von Seefolk dann raus auf Clement geht, der den doch großen Raum nutzt und den Ball ja sehr überlegt dann ins lange Eck schlänzt. Und auch davor muss man ja sagen, kurz davor hatte ja, oder kurz nach Anpfiff hatte ja Hanslik auch nach Ecke bereits die Latte getroffen per Kopf. Und auch danach, auch dann besonders mit Aachen natürlich drin, war jede Ecke brannte es bei Hertha lichterloh. Nun ist das Verteidigen von Standards
seit jeher irgendwie ein einziges Defizit bei Hertha. Aber es war in diesem Spiel noch offensichtlicher, was natürlich auch daran lag. Man hat Tabakovic abgegeben, man hat Marc-Oliver Kempf abgegeben und damit hat man quasi seine Lufthoheit verkauft. Tabakovic war ja auch im Defensivkopfball unendlich wichtig, war ja bei jedem Defensivstand, also bei jedem Verteidigen von Offensivstandards dann ja mit hinten drin. Und Kempf, wir haben schon öfter drüber geredet, der hatte am Ende der letzten Saison die drittbeste Kopfballquote aller Zweitligaspieler. Und vor ihm waren irgendwie nur Vukotic, der 7 Meter groß ist, und ich weiß gar nicht, irgendeinen Stürmer. Egal. Und das zeigt ja durchaus auf, was man da abgegeben hat. Und das war ja auch Teil meines, also ich hatte ja einen Kommentar zum Kempf-Abgang geschrieben und auch da war es mir wichtig zu sagen, Hertha gibt dann nicht den Paolo Maldini der zweiten Liga ab. Man muss sich so tun, als wäre Kempf ein bisheriger Abwehrgott gewesen. Aber das Gesamtpaket, was Kempf hat, hat Hertha nicht im Kader ein zweites Mal. Denn Kempf kann ja eigentlich erstmal alles. Der ist gut schnell, der hat ein gutes Aufbauspiel, eine gute Antizipation und er ist im Luftzweikampf herausragend. Und Hertha hat davon immer nur so Versatzstücke. Marton Dardai ist ein herausragender Aufbauspieler, hat er jetzt gegen Lautern auch wieder bewiesen. Aber im Luftduell finde ich ihn seit jeher schlimm. Ich muss immer daran denken, wie er mal gegen Köln von Anthony Modest einfach, also das war kein Duell. Modest hat den umgerannt quasi und Dardai konnte nichts tun und das zieht sich ja seit jeher irgendwie bei ihm durch. Linus Gechter fehlt manchmal das richtige Timing im Kopf, habe ich das Gefühl. Und so wird's super schwer. Auch deswegen hat man ja, glaube ich, mit John Brooks jemand verpflichtet, der vor allen Dingen seine Stärken im Kopfballduell sieht, der aber wiederum vielleicht andere Defizite hat. Wir haben drüber gesprochen, Tempo und so weiter. Und da tue ich mich wirklich schwer zu sehen, dass es den einen Innenverteidiger gibt, der das lösen kann. Und wenn du dann auch noch Tabakovic abgibst, dann ja, darf es kein Wunder sein, dass du in der zweiten Liga, wo viele Teams auf Standards setzen und viele große Spieler haben, dass du dann regelmäßig Probleme bekommen wirst. Und ich bin sehr gespannt, wie Patrick Ebert, der im Trainerteam ja für Standards zuständig ist, offensiv wie defensiv, da Lösungen findet. Denn das ist sein Aufgabenbereich, dass man gewisse Defizite nicht ausgleichen kann. Er kann sich keinen 2-Meter-Spieler backen, klar. Aber es liegt ja teilweise auch wirklich auch an der Zuordnung. Das ist auch mein Problem an der Sache. Wie gesagt, wie du gesagt hast, er kann nicht auswählen, wer spielt. Aber mein Problem jetzt auch gegen Lautern war, fast jede Ecke wurde ihm auch gefährlich, weil andauernd irgendwer frei war. Also diese Szene ganz am Anfang, wo Hanslik den Ball an die Latte köpft, der hat praktisch keine Gegenwehr. Das darf nicht passieren. Was Herthas Ziel sein muss, ist das, dass der einen Gegenspieler hat. Und wenn der das Kopfball verliert, dann ist es so. Dafür kann dann Ebert vielleicht auch nichts. Aber du musst in der Zuordnung besser sein. Das kann nicht sein, dass jede Ecke gefühlt für uns absolut Alarm ist. Und zwar nicht nur in der Luft, sondern auch, was dann danach passiert. Weil auch teilweise geht der Ball dann wird geblockt, geht gegen den Torwart, wie auch immer. Und dann auch dann die Bälle danach, das kriegen sie einfach nicht gut verteidigt. Und man muss einfach auch sagen, Hertha hat Stand jetzt die drittmeisten Ecken gegen sich in dieser Saison kassiert. Also rein statistisch haben nur Elversberg und Nürnberg haben mehr Ecken gegen sich. Und wenn du diese offensichtliche Schwäche hast, dann musst du mehr dafür tun, dass sie zum einen nicht passieren, also auch teilweise Freistöße in Strafraumnähe. Das haben wir gegen Regensburger auch gesehen, da kurz vor Schluss, wo der eine Regensburger völlig frei zum Kopfball kommt, mit diesem Freistoß aus dem Halbfeld. Das darf dir einfach nicht passieren. Und eben, du musst mehr Gegenwehr haben. Du musst eine bessere Zuordnung, eine bessere Deckung haben. Und da sehe ich aktuell noch großen Nachholbedarf, weil du einfach eben diese großen Nachteile hast. Aber auch in FC Barcelona damals, als sie gefühlt nur Puyol, Busquets und Piqué hatten, über 1,80, haben das besser hingekommen in dieser ersten Zeit mit Messi, Villa und so, die alle nicht so groß waren. Das musst du einfach besser hinbekommen, weil du hast einfach dieses kleine Mittelfeld. Du hast dann eben so Spieler wie Seevolk und Kenny, die für ihre Größe gut sind in der Luft, aber eben auch kein 1,90 Innenverteidiger dir verteidigen können. Und das ist einfach ein Problem, was du hast. Plus, es ist ja nicht nur immer das direkte Kopfballduell, was Hertha nicht gut verteidigt. Es ist wirklich erschreckend, wie wenig zweite Bälle man nach gegnerischen Standards gewinnt. Das ist ja auch ein Riesenproblem, weil man vielleicht nicht gut rausrückt, weil auch da vielleicht die Zuordnung nicht stimmt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, das muss ich noch länger beobachten, aber
Kaiserslautern hat jeden zweiten Ball gewonnen, wodurch natürlich dann der Druck permanent da ist und dann eben auch so Tore fallen wie das 1:1 von Clement, wenn du es nicht konsequent rausverteidigst oder auch dich mal traust, den Ball einfach rauszuhauen. Das Ding von Seevolk, da darf er nicht diesen Kurzpass-Kopfball, nenne ich ihn mal, spielen, nach außen weg, sondern weiter etwas abwarten und das Ding dann rausdröschen. So, und da fehlt's noch an vielen Dingen, und das könnte Hertha, ja, das Genick brechen ist groß, aber das ist definitiv ein Faktor in der Bundesliga, generell in der Fußballsaison, aber auch besonders in der Zweitligasaison. Und wenn Hertha in der Disziplin ein einziges Defizit ist, offensiv wie defensiv, denn offensiv kriegt man ja auch durch Standards nicht viel gebacken, boah, da beraubt man sich einer ganzen Dimension dieses Spiels. Na, was vor allem Hertha ja irgendwie macht, ist, also ich erinnere mich an das Ringsburg-Spiel, weil da habe ich stark drauf geachtet, dass sie mehr oder weniger drei Spieler hintereinander stehen haben auf der 5-Meter-Linie. Da waren das, ich glaube, Kenny ganz vorne für einen kurzen Pfosten, dann hattest du Schuler und ich meine, der dritte war dann Kempf gegen Regensburg. Und dann hast du eben ganz viele wie Gechter und Co., Scherhand, die dann in der Mitte sozusagen die Gegenspieler decken. Also eine Mischung aus Raum- und Manndeckung. Das Problem, was du so ein bisschen hast, ist, wenn du diese drei Spieler, die halt sozusagen mehr den Raum decken, die nimmst du ja sozusagen raus und hast die anderen in der Manndeckung drin. Das heißt, wenn die Ecke halt scharf an den Fünfer kommt, dass du es verteidigt bekommst und den Rest auf die Manndeckung, um die Einzelspieler zu verteidigen. Das Problem ist, wenn der Gegner da jetzt halt eine gute Variante hat, schafft es dir halt, dass Leute eben dann in den, die sozusagen manngedeckt werden sollen, wenn da ein gutes Blockverhalten und Co. ist, dass du dann mit einer zielgenauen Flanke halt jemanden völlig frei hast. Weil dann eben andere Spieler eben den Raum decken oder Raum verteidigen und dann eben nicht da rausrücken können auf diejenigen. Also Kempf konnte dann nicht zu stark in das Getümmel der anderen kommen, weil er sonst seinen Raum verliert. Und das ist so ein bisschen das Problem, was du hast, wenn du da nicht genug Varianten an Personal hast. Und gerade wenn dann eben so ein Team kommt wie Lautern, die das gut freiblocken können, die vor allem auch, und das muss man sagen, richtig gute Standards getreten haben. Mhm. Also da ist ja auch jede Ecke richtig gut reingekommen, die eben zielgenau kommt auf die Person, dann ist das doppelt problematisch. Und wenn man jetzt überlegt, unsere Standards wiederum sind jetzt nicht so präzise, mit unseren Standards wäre das vielleicht auch dann nicht so gefährlich geworden, wie es jetzt wurde gegen Lautern. Aber so hattest du einfach, dass diese Raum- und Manndeckungsverteidigung einfach Probleme gemacht hat mit dem Personal gegen ein Team, was es gut aushebeln kann, das richtige Personal hat und dann auch noch die Flanken relativ präzise schlägt. Ich glaube, habt ihr noch Punkte, die das Gesamtspiel betreffen, oder würden wir jetzt eher würdet ihr jetzt auch eher auf individuelle Leistungen eingehen? Ja, ich habe so eine kleine Mischform, ist auch eher individuell. Weil ich überlege gerade, wir haben jetzt nämlich, ich glaube, würde ich sagen, gruppentaktisch und so weiter sehr viel besprochen, ja, was das Spiel angeht. Man kann natürlich erwähnen, dass auch der Wille wieder gestimmt hat, so ein Spiel dann noch auch wirklich dann am Ende über die Ziellinie zu bringen, zeigt auch, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass es im Team stimmt, dass du dann das Ding auch zu Ende verteidigst, ist super. Ist auch, glaube ich, wichtig für die Mannschaft, auch dass so ein Toni Leistner dann nochmal reinkommt und auch nochmal ein bisschen seinen Wert unterstreichen darf und so. Das sind alles definitiv wichtige Aspekte. Aber ich würde fast sagen, dann lasst uns doch gerne mal auf die individuelle Ebene kommen, denn auch da gibt es sicherlich sehr viel zu besprechen. Mischa, fang du doch gerne mal an. Welche Leistung würdest du gerne noch mal hervorheben? Ja, am liebsten viele. Am liebsten alle. Ja, wen nehme ich da? Ich würde dann Scherhand fast nehmen, weil ich finde, dass er den größten Schritt fast gemacht hat. Das hat sich so ein bisschen in den Spielen davor schon abgezeichnet, dass der eine positive Entwicklung nimmt. Und das ist auch die Entwicklung, die ich am wenigsten vorhergesehen habe, weil ich glaube, wir haben den gegen Paderborn noch verflucht alle. Da ist er nämlich permanent ins Ausgelaufen oder hat sich irgendwie vertändelt oder den Ball vertändelt. Und das war dann gegen Regensburg schon so, dass er immer den Ball reingespielt hat und der dann abgeblockt wurde. Also er hat den dann schon öfter in den Strafraum gebracht und das ist dann meistens in der Ecke resultiert, die dann von Kenny irgendwie halb hoch auf dem ersten Pfosten geschlagen wurde. Aber das war zumindest schon mehr Output als im Spiel vorher. Und jetzt gegen Lautern
wurde das auch immer besser. Schon vorm Tor hatte ich das Gefühl, dass er halt viel früher die richtige Entscheidung trifft. Mhm. Und noch immer nicht perfekt. Also es gibt immer noch Situationen, da trifft er halt die falsche Entscheidung. Aber was er zum Beispiel gemacht hat, und das ist gar nicht so fundamental, ne, aber er hat dann in manchen Situationen einfach ist er abgedreht und hat den Ball nochmal zurückgespielt, weil er gesehen hat, okay, der Verteidiger steht irgendwie gut, ich komme hier gerade nicht so wirklich gut ins 1 gegen 1 und habe nicht genug Tempo. Und das ist eine Situation, die hat er in den Spielen davor auch nicht gemacht. Und dann ist er natürlich auch einfach gefährlicher gewesen. Also er hatte zum Beispiel auch vor dem Tor eine Kopfballsituation, mit besserem Timing hat er da sogar, bringt er den Ball aufs Tor. Das war auch wieder eine schöne rausgespielte Szene, wo er von Khabovnik bedient wurde, ne? Mhm. Und Khabovnik, also ich meine, ne, das Tor von Chernt ist ja auch durch eine Vorlage von Khabovnik entstanden. Da hat er einfach mal abgezogen und zwar mit seinem schwachen Linken, muss man auch dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie schwach sein Linker ist, so, aber das sollte ihm auch die Sicherheit geben, diese Variabilität von reinziehen oder mal die Flanke ziehen, dass er da immer die einfach für die Situation adäquate Entscheidung trifft, das gibt ihm da mehr Sicherheit, weil er beides kann, offensichtlich. Also seine Füße sind stark genug. Und das hat man, wie gesagt, in vielen Situationen gesehen. Und ich meine, Fjell hat ja auch gesagt, dass er ihn gerne behalten würde. Und jetzt wissen wir vielleicht, wieso. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch sein Verdienst ist, dass er den irgendwie richtig hinbekommt. Ist natürlich abzuwarten, ob das jetzt irgendwie eine langfristige Entscheidung, langfristige Entwicklung ist, aber es stimmt zumindest erstmal und stimmt auch positiv. Gehe ich total mit. Also auch abseits des Tores, er hat die drittmeisten Meter mit Ball gemacht, er hatte 9 progressive Läufe mit Ball, wurde immer wieder gut in Szene gesetzt, bedeutet aber auch, dass er sich immer wieder gut auch in die Räume bewegt hat. Auch daran hat es teilweise ja vorher gemangelt. Ich finde auch, die Entscheidungsfindung muss noch besser werden. Du hast das Abkippen angesprochen, Misha. Ich würde da zum Teil mitgehen. In manchen Szenen finde ich das auch gut, wenn er das macht und nicht mit dem Kopf durch die Wand will. In anderen Momenten denke ich mir, boah, jetzt hast du aber auch so krass das Tempo wieder rausgenommen. Und genau das will Fjell eigentlich nicht. Er will eigentlich dieses entweder Schuss oder 1 gegen 1, gib mir irgendetwas. Aber er hat, glaube ich, auch im Anschluss gesagt, dieses am liebsten warten wir noch, bis 9 Spieler um uns herum stehen und nichts mehr geht. Das muss er noch mehr rausbekommen. Und da muss Scherhand besser noch einschätzen können, welche Situation verlangt welche Reaktion von mir. Aber ja, grundsätzlich gutes Tor gemacht, sich gut, clever in diesen Halbraum positioniert. Ich fand auch, das war durchweg, also es war einfach eine schlichtweg gute Leistung von Scherhand, wo ich wenig Abers setzen würde. Und das hat man bei ihm bislang sehr selten gehabt und gibt einem Hoffnung dafür, dass Fjell ihn tatsächlich hinbekommen könnte. Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand es dann auch, und er wurde ja auch in dem Sinne belohnt, dass er am Ende dann auch im Mittelsturm durfte. Das stimmt, er durfte sich, da muss ich auch kurz schmunzeln, da dachte ich, guck mal, Derry, jetzt darfst du. Ja, also ich weiß so, dass er da, als dann, das war doch als Torschinson reinkam, ne, hat er sozusagen so ein bisschen ihm schon gezeigt und Derry ist dann aber erstmal links geblieben und hat Fjell ihm auch nochmal so gezeigt, hier, Mitte, dann ist er da auch dahin. Also, und dann hat Schern angefangen zu weinen und ist dann in ja, also, ich bin auch positiv überrascht von seiner Entwicklung und hoffe, dass das irgendwie konstant bleibt. Dass er sich jetzt mittelfristig, kurzfristig positiver entwickelt als Winkler. Nee. Vor allem also nach der letzten Saison, ne, wo Winkler ja eigentlich zum Schluss noch eine sehr positive Entwicklung genommen hat. Die auch nicht auszuschließen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, nein. Deswegen spreche ich von. Der ist ja gerade im Formtief, ne? Also ich glaube, ich traue Fjell zu, dass er da die richtigen Worte findet. Aber Benny, dann mach doch gerne mal weiter. Auf wen würdest du gerne detaillierter eingehen? Also, ich kann mir Micha nur anschließen. Es gibt relativ viele. Ich fand halt, Cuisance ist schon irgendwie rausgestochen. Einfach in dieser Rolle als freies Radikal irgendwie. Der ist ja auch, also
Er hat ja auch selbst in Interviews zu seiner Osnabrück-Zeit oder jetzt dann auch vor der Saison auch gesagt, dass er schon ein geläuterter Spieler ist. So. Mhm. Und ich finde, das Spiel hat es auch ganz gut gezeigt, weil er, also was Intensität und was Aktivität angeht, sich nichts vorwerfen lassen kann. Er ist, glaube ich, auch die meisten Kilometer bei Hertha gelaufen im Spiel. Und es hat super viel gemacht. Und diese technische Raffinesse, die er hat, das ist schon beeindruckend. Also da holt er halt viel raus, was er vielleicht dann an individuellem Tempo nicht so hat. Das fällt hier und da auf, weil natürlich, wenn halt Maser und Karbovnik, die sind halt so schnell und wendig, da fällt es dann schon auf, wenn Cuisance das in dem Sinne nicht ist. Aber er ist ja trotzdem noch ein, mit dem Ball wirklich sauber und schneller Spieler. Und das hat mir wirklich sehr gefallen, einfach weil er immer wieder auch dieses Kopf hochnehmen im letzten Drittel oder vor dem letzten Drittel und dann nochmal eine gute Überlegung treffen. Das hat mir wirklich gefallen. Er bringt da einfach super viel rein. Dieses Chancen kreieren, er ist ja auch, glaube ich, der laut Bundesliga-Daten der Most Pressed Player gewesen, also der, auf den am meisten irgendwie Druck ausgeübt worden ist. Aber er windet sich da immer wieder halt gut raus und das gefällt mir sehr, weil er in dieser Rolle, die, glaube ich, nicht ganz leicht ist, wenn du sie halt nicht gut hinbekommst und jetzt nicht unbedingt Thomas Müller bist, auch nicht so eben nicht so leicht, also da kannst du auch echt viel falsch machen, aber er hat ein ganz gutes Raumgefühl gehabt und nachdem er mir, also ja, gegen Paderborn wurde er halt mit Manndeckung komplett rausgenommen, dann kam diese Verletzung, gegen Regensburg kam er rein, hat es echt gut gemacht und war auch ein Mitgrund dafür, dass man es noch gewonnen hat und dass man es jetzt bei über 90 Minuten sehen kann, was er dem Spiel geben kann, wenn es gut läuft, das ist schon echt gut. Ja, auch wenn die Sample Size sehr klein ist, war es sein bisher bestes Spiel für Hertha. Pure Eleganz, es gab eine Szene, wo er den Ball, also ein Spieler will in den Zweikampf mit ihm gehen und er hebt den einfach über ihn rüber. So, also wie so der große Bruder, der den Kleinen mal kurz aussteigen lässt. So, tolle Szene dazu, sehr viel Lauffreude, auch mit Ball. Also das war ganz wichtig. Er hat sich immer angeboten. Immer. Und hat sehr viel Übersicht gehabt und dadurch war er der wichtigste Anker da, für den Ballbesitz anzukurbeln und sich ja auch mal in der FCK-Hälfte festzusetzen. Da, finde ich, war er der wichtigste Spieler. Seine starke Leistung hat auch etwas überschattet, dass Ibo Maser einen eher unterdurchschnittlichen Auftritt hatte. Keinen schlechten, aber unterdurchschnittlich. Maser hat auch viele wichtige Läufe gemacht, vor allen Dingen ohne Ball, hat der Spieler auf sich gezogen und so weiter. Diese Positionsrochaden wären nicht möglich gewesen, wenn Maser gepennt hätte oder so. Aber der auffälligere Spieler war Cuisance. Ich fand diesen Schachzug von Fjell, ihn und Maser zusammen auf die rechte Seite zu schicken, mit diesem permanenten Positionsrochaden zwischen ihm, Maser und Kenny, das fand ich super spannend und das hat Lautern kaum Zugriff auf diese Seite gegeben, darüber haben wir schon gesprochen. Ein Tor, das wichtigste Tor, wenn man denn so will, mit dem Siegtreffer gemacht, dazu den Pre-Assist beim 3:2, wo er ja Kenny bedient, der dann Schuler findet, dazu beigesteuert. Also ich muss tatsächlich sagen, man kann viele Spieler des Spiels nennen und ich werde nachher die Discord-Abstimmung hoffentlich nicht vergessen, aber für mich war es tatsächlich Cuisance, weil er für mich so der etwas stillere Held war im Gegensatz zu ein, zwei anderen, auch wenn er natürlich diesen schönen Schlusspunkt gesetzt hat mit diesem wunderbaren Foto, was entstanden ist, wo er und Seevolk vor den FCK-Fans jubeln und einer mit einem Marlon-Ritter-Trikot in den Mittelfinger entgegenstreckte. Bilder für die Ewigkeit. Welchen Trikot sonst? In welchem Trikot auch sonst. Hätte mich nicht gewundert, wenn Marlon Ritter es selbst gewesen wäre. Ja. Kurz auf den Rang verschwunden, um da seinen Unmut zu äußern. Nee, ich finde deswegen auch, ich schließe mich da komplett an. Aber Marc, wenn du jetzt nicht Cuisance nehmen dürftest, leite ich jetzt mal über, wen würdest du dann nehmen? Ja, das ist eklig. Ich habe mich ja schon bei Cuisance schwer getan, wenn man ja auch, wie gesagt, viele nennen kann. Jonjo Kenny. Doch schon. Also, man muss wirklich sagen, dass Jonjo Kenny sich wirklich zum besten Rechtsverteidiger dieser Liga mausert. So. Geiles Gespür für Offensivläufe und dann ja auch einfach diese Pferdelunge, das dann auch jedes Mal wieder durchzuziehen. Zwei punktgenaue Flanken für Schuler. Also besser kannst du sie nicht spielen. Ich glaube, beim zweiten Ding ist das FCK-Bein ein bisschen dran. Egal. Herausragend. Und defensiv hat er einen schweren Stand gegen Opoku, wo er nicht immer auf dem Posten war, wo man aber auch ein, zwei Szenen gesehen hat, wo er den Ball wiederum wunderbar gewonnen hat, mit tollen Grätschen, gutem Timing. Aber ich kann es einem Rechtsverteidiger
verzeihen, Probleme gegen Opoku zu haben. Dieses Tempo ist super schwer zu verteidigen und wenn du nicht alles komplett richtig machst, wird es Szenen geben, wo er sich durchsetzt. Aber besonders im Spiel nach vorne, Wahnsinn, ständiger Antreiber, der berühmt-berüchtigte Emotional Leader, ne, der einfach auch durch seine Hitze auf dem Feld vorangeht. Und ja, also Jonjo Kenny zu behalten, das hätte ich erst nicht gedacht, dass das passiert, ne? Ja. Wird und kann, und das wissen wir auch aus der Vorsaison, sich aber als Faustpfand herausstellen. Jetzt muss er nur noch lernen, Ecken zu schießen. Ja, daran glaube ich nicht mehr. Aber das ist doch absurd. Wie kann er das aus dem Spiel irgendwie? Ja. Das geht doch nicht. Das ist doch irgendwie. Das ist für mich abseits von Kenny auch ein Mysterium, wie viele Profifußballer, die anscheinend sogar eingeteilt sind für Ecken, es wirklich miserabel machen. Das werde ich nicht mehr verstehen. So, aber ja, deswegen Kenny. Aber Benny, wer ist es denn? Benny und Kenny ist auch schön. Wäre es dann Kenny auch für dich oder würdest du dann jemand anderes nehmen? Ich wäre wahrscheinlich auch auf Kenny gekommen. Das stimmt schon. Ich würde aber auf jeden Fall auch eine Lanze brechen wollen für Khabovnik. Ja, dazu, pass auf, ich habe den auch aufgeschrieben noch spontan, denn Kollege Stefan Hermanns, liebe Grüße vom Tagesspiegel, schrieb auf Twitter zu diesem Spiel: Nach dem 4:3 in Kaiserslautern sind viele Spieler von Hertha BSC, in Klammern Kenny, Cuisance, Maser, Schuler, Scherhand, zu Recht gelobt worden. Dass der Name Khabovnik so gut wie nie genannt wurde, ist ein mittlerer Skandal. Das stimmt und soll nun geändert werden. Benny, dein Plädoyer, bitte. Ja, ich fand, also Khabovnik vor allem, ich habe ihn irgendwie in der zweiten Hälfte noch stärker im Kopf. Kann aber auch vielleicht auch Stadionperspektive irgendwie sein. Aber ich fand, Khabovnik hat so viele Chancen vorbereitet. Ich war dann auch verblüfft, als ich mir dann so mal nach dem Spiel dann so im Auto auf dem Rückweg so die Statistik anguckt habe. Der war ja wirklich der Spieler bei Hertha mit den meisten Expected Assists, wie es dann auch so heißt. Und der hat ja in dem Sinne eigentlich nur ein Tor ja vorbereitet, das von Scherhand, was ja auch nicht den allerhöchsten Expected Goals Wert hatte, weil der Winkel ja relativ spitz war. Aber Khabovnik hatte auch diesen wirklich tollen Chipball am Anfang, diese kurze Flanke auf Scherhand, was eigentlich Herthas erste gute Chance war, wo Scherhand den Ball rüberköpft, weil er vom Timing her einen Ticken spät dran ist und den Ball nicht mehr drücken kann. Aber da hat Khabovnik wirklich viel richtig gemacht, dann auch einfach dieses, also bei diesem 2:2, das ist so super. Ich meine Perspektive war eben genau relativ gerade aufs Spiel, also wie so eine Hintertorkamera. Und Martin da, der hat den Ball und du siehst, dieser Passweg ist offen, weil Clement, warum auch immer, Seevolk außen deckt und nicht im Halbraum steht. Und du denkst, spiel den Pass, und dann spielt da der diesen Pass auch wirklich mit einer idealen Schärfe. Ja. Und wie Khabovnik den Ball annimmt und dann sich umdreht und dann wirklich mit diesem Tempo da einfach loszieht und dann auch den Pass spielt, das ist einfach klasse gewesen. Und auch sonst bringt er einfach viel rein in diesem dynamischen Element. Gegen Regensburg ist mir einmal dieser blöde Pass auch passiert in der ersten Hälfte, da fand ich ihn nicht so glücklich. Aber ich fand, dass das Spiel jetzt gegen Lautern ist so ein bisschen daran angeknüpft, was er gegen Rostock in der zweiten Hälfte auch hatte. Also wenn der ein bisschen Platz hat und diesen Ball tragen kann und das Spiel, also der Ball einfach, ja, diese einige Meter Läufe mit Ball. Ja, wenn er wirklich einige Meter Platz hat, Wiese vor sich hat im Mittelfeldzentrum, dann ist er einfach wirklich gefährlich, weil er dann auch aus der Dynamik heraus ganz gute Sachen machen kann und einfach schwer zu kontrollieren ist mit diesem kleinen, wendigen Körper. Und das ist schon, ja, hat mir einfach sehr gefallen, sodass ich auch teilweise denke, wie cool ist das denn, dass jetzt auch noch ein Sessa dann bald wiederkommt? Also zumindest laut seiner eigenen Aussage in diesem Hertha-Livestream müsste er jetzt eigentlich zeitnah ins Mannschaftstraining zurückkehren. Also mit zeitnah meine ich sogar, es würde mich nicht überraschen, wenn es diese Woche wäre. Wenn man den dann auch noch hat und man hat Khabovnik und man hat Maser und man hat Cuisance für diese Achterposition plus ein Duzek, der nicht fit ist. Und an sich hast du irgendwo immer noch Palko Dardai, der auf der Achterrolle eigentlich auch oft einen guten Eindruck gemacht hatte letztes Jahr. Also das ist schon eine schöne Luxussituation. Definitiv. Und du hast ihn gerade angesprochen, über ihn wollte ich auch reden, und das ist Marton Dardai. Ich finde, das war ein wirklich respektabler Auftritt. Das erste Mal in dieser Saison in der Startelf. Er hat weite Teile der Vorbereitung verpasst durch EM und anschließenden Urlaub.
Na, das hat ihm ja auch so ein bisschen dann das Nachsehen gegeben im Vergleich zu Kempf. Ich finde, dass Marton wieder sehr, also das, was man von ihm ja schon kennt, hat er reingemacht und das sind, ist das sehr, sehr gute Aufbauspiel. Er bereitet das 2-2, leitet es ein. Du hattest diese Szene erwähnt, Benny, wo Kenny dann den Ball noch inspielen will, aber Kral rechtzeitig rauskommt. Diesen herausragenden Chipball spielt ja auch Marton Dardai. Nicht alle Pässe kamen an, aber insgesamt das Element von Kempf kann man mit Marton Dardai sicherlich kompensieren. Das hat er herausragend gemacht, finde ich. Er war aber auch gegen den Ball, fand ich total in Ordnung. Also viel antizipiert. Es gab eine Szene, da hat er richtig gepennt, hat es aber dann selber wieder gelöscht. Das war dann okay. dass da nicht alles klappt und dass wir auch da, wie gesagt, beim Thema Lufthoheit und so weiter drüber sprechen müssen, definitiv. Aber er hat sehr viele Situationen geklärt noch. Er hat ein, zwei Bälle abgefangen, also da nach vorne verteidigt. Für so einen ersten Startelf-Einsatz, nach dann ja auch wieder längerer Zeit, fand ich das wirklich in Ordnung. Man muss das noch nicht zur Meisterleistung hochjubeln, aber gibt einem zumindest so ein bisschen das Vertrauen darin, dass man mit Marton rechnen kann. Ja, das Schiff 4,0 bei Kicker. Ja, ja, gut. Das ist getrost zu ignorieren, die Kickernoten. Da hat übrigens Cuisance es nicht in die Startelf geschafft, in die Top-11 des Spieltags, war ja auch überrascht. Ja. Ich muss bei Marton sagen, was mir manchmal kirre macht, ist, es gab auch in der ersten Hälfte, dadurch, dass das sozusagen auf der Seite war vom Gästeblock, so ein, zwei Aktionen, wo ich dachte, geh näher ran. Also du hattest dieses, so die, wenn eine Ecke kam und die wurde nicht ganz abgewehrt und nicht geklärt und der Ball war immer noch im Strafraum herum und da der war so ein bisschen nachlässig, dann teilweise im Zweikampf mit Opoku oder meine ich zumindest, es war einmal Opoku, weil er dann, weiß nicht, ob er dann irgendwie Sorge hat, einen Elfmeter zu verursachen oder so. Aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen noch dieses bisschen näher ranzugehen. Oder auch dann bei langen Bällen in der Luft, du hattest es angesprochen, Marc, sein Kopfballspiel ist wirklich nicht gut für den Innenverteidiger. Und auch was das Timing angeht, also Kempf ist ja neben Sprungkraft ja auch einfach in Sachen Timing sehr gut gewesen. Und Marton springt teilweise gefühlt eine Sekunde zu früh ab und stützt sich dann so extrem im Gegenspieler irgendwie auf und verursacht einen Foul, was völlig überflüssig ist. Also da muss er wirklich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ja, ist eben auch noch, auch wenn er ja tatsächlich halt das dienstälteste Spieler, glaube ich, ist im Profikader, ist er ja immer noch relativ jung und dann kann er noch ein bisschen was lernen. Genauso auch Gechter, der irgendwie noch in so vielen Zweikämpfen so ungestüm ist, also wo er wirklich mit Ansagen Foul verursacht, beispielsweise bei einer eigenen Ecke, wo er dann jemanden umschubst oder schon die Hände schon dran hat, wo du als Schiri nur warten kannst, bis die Situation vorbei ist, dass du pfeifen kannst. Also da bei den beiden, das sind auch so ein paar, sage ich, so Fehler, wo ich glaube, die macht eben Toni Leistner nicht, weil er dann einfach mehr Erfahrung hat. Ja. Ja. Misha, wie fandest du denn jetzt die Leistung von Lukas Schule? Ja, also ich meine, überraschend gut, würde ich sagen. Ich finde, dass er schon in den Spielen davor gezeigt hat, dass er wichtig ist für die Mannschaft, was das Aufbauspiel betrifft. Also ich finde, er hat sich da immer gut fallen lassen, den Ball gut verteilt. Das hat er auch gegen Kaiserslautern in Teilen gut gemacht. Und ich meine, am Ende hat er zwei Buden gemacht. Er ist Stürmer. Das ist die Währung, ne? Das ist die Währung, ja. Also und vor allem auch gut, ne, beim ersten hat er ein bisschen Glück, dass der Ball nach der Parade von, wie heißt er, Kral, ja, noch ins Tor rutscht, aber beim zweiten Ball schießt er den kompromisslos unter die Latte. Von daher, ich bin insgesamt sehr zufrieden. Ich finde, man kann ihn noch besser als Tabakovic im Aufbauspiel integrieren. Und wenn er jetzt quasi diese Konsequenz vorm Tor fortführt, dann haben wir überhaupt gar kein Sturmproblem, ne? Und das ist natürlich irgendwie noch ein langer Weg und sind große Worte, aber ich bin auch in dem Spiel bin ich sehr zufrieden mit ihm gewesen und lässt zumindest erstmal hoffen, dass er da jetzt irgendwie, dass sich der Knoten gelöst hat. Für mich war das wichtigste Tor, dass der beiden von ihm das zweite, weil ich finde, das ist ein Muster, was du von Tabakovic nicht bekommen kannst, ist dieses,
Also Tabakovic kann auch nach außen legen. Das schafft er schon, aber Lukas Schuler ist deutlich schneller als Tabakovic und findet deswegen viel, viel schneller die Tiefe im Strafraum dann wieder. Und dieses nach außen gespielt und direkt der Ball wieder nach innen und dann ist Lukas Schuler direkt auch wieder da, um den reinzumachen. Das ist ein Element, das kriegst du von keinem anderen Stürmer bei Hertha, würde ich behaupten, weil er diese Tiefenläufe so gut kann und da zeigt er halt seine athletischen Fähigkeiten. Das ist ein, glaube ich, auch das ist ein Tor, was man sich ungefähr so schon mal überlegt hat im Training wahrscheinlich. Und ich glaube, da kann Schuler echt eine Waffe sein mit seinen raumgreifenden Schritten. Ich finde, bei was man bei ihm manchmal noch merkt, ist, dass er wirklich ein bisschen, also er wirkt auf mich manchmal am Ball nicht sonderlich ruhig oder das ist also innere noch Ruhe. Nicht, ja. Eben auch diese Szene gegen Regensburg, die du angesprochen hast, wo er super den Ball mitführt. Aber dass er den halt rüberschießt, so das ist so mich so ein bisschen, sie ist, oh, ich habe eine Riesenchance, und dann feuer ich drauf. Und das fand ich eben bei Tabakovic, hattest du immer das Gefühl, er schließt sehr überlegt ab. Er hat aus seiner Erfahrung heraus, wo er dann hinschießt, wo er zieht ein Torwart die Hand hin und so weiter. Das fand ich, war da einfach zu merken, dass Schuler da vielleicht diese Erfahrung. Ich würde es nicht mehr Erfahrung nennen, ich würde Selbstverständnis nennen, denn Tabakovic kam aus 2 Jahren, in denen er nur geknipst hat zu Hertha. Das kann es auch sein. Und jetzt war eben auch diese eine Szene, wo er dann, wo ihn der Ball halt komplett versprengt, wo eigentlich Hertha super den Ball gewinnt und der Pass eigentlich ideal auf ihn kommt und er nimmt den Ball halt so, vielleicht so ein bisschen überhastet mit, weil er schon den nächsten Schritt war. Oh, ich habe jetzt die große Chance gleich. Und dann verspringt ihn der Ball halt komplett und der ist weg, was eigentlich eine richtig große Chance gewesen wäre. Solche Aktionen sind dann noch mal ein paar Mal drin. Aber das Spiel war echt gut von ihm. Also das war auch so eins, wo man zumindest jetzt sagt, man hat da gesehen, was er eben geben kann, wenn er richtig genutzt wird. Und Selbstverständnis und Erfahrung bedingen sich ja auch so ein bisschen. Es ist jetzt nicht komplett das Gleiche, aber ich meine, mit der Erfahrung kann das Selbstverständnis auch sich positiv entwickeln. Das ist so, denn Lukas Schuler, muss man auch sagen, hat noch nicht so viele Saisons auf Zweitliganiveau gespielt. Das kommt noch dazu. Jemand, der das auch noch nicht getan hat, ist unser Neuzugang, Jon Dagur Thorsteinsson. Und der hat auch seinen Einstand gefeiert gegen Kaiserslautern. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, über den ich noch kurz reden wollen würde. Denn ich fand es bemerkenswert, wie er sich eingefügt hat nach seiner Einwechslung. Er war sofort ein funktionierender Bestandteil der Mannschaft. Es gibt eine Szene, die ist auch auf Twitter ein bisschen rumgegangen, wie er sich mit ein, zwei anderen Spielern von Herthas Grundlinie gefühlt nach vorne kombiniert, wird dann aufgehalten, indem Cuisance gefoult wird, nachdem er sich quasi um den Spieler gedreht hatte. Das wäre sonst ein atemberaubender Konter geworden. Steilklatschpassagen, die Tiefe bedienen, Dreiecke bilden, das war alles schon auf einem auffällig guten Niveau bei Thorsteinsson vorhanden. Und das spricht einerseits natürlich für die Qualität des Spielers. Es spricht aber, finde ich, auch dafür, dass man unter Fjell eben klare Abläufe hat, die es den Spielern leicht macht, sich einzufinden. Denn Thorsteinsson hatte jetzt 1, maximal 2 Trainings mit Hertha zusammen. Und dann so akklimatisiert zu wirken spielerisch, das fand ich dann doch bemerkenswert. Ja, und vor allem auch, er hat ja relativ, also verhältnismäßig für die Minuten, die er gespielt hat, viele Szenen gehabt, wo er eben auf die Grundlinie ist oder in der Nähe und dann den Ball in die Mitte bringt. Genau. Querlegt. Also eine Szene, die hätte auch zum Tor führen können, hat Niederlechner nicht so glücklich ausgesehen. Ich meine, es war Niederlechner da im Strafraum. Und das ist ja auf jeden Fall etwas, was er dem Spiel auch geben soll oder was Herthas Spiel ja auch im Idealfall viel hat, eben diese Pässe, diese gefährlichen Pässe in den Strafraum rein, von der Grundlinie aus oder in der Nähe der Grundlinie. Und wenn da eben noch die, wenn da einfach dann der Spieler richtig steht und so, dann kann da einiges draus werden. Definitiv. Gut, haben wir noch Spieler übrig? Man könnte, wie gesagt, über alle gefühlt reden. 1, 2 Worte vielleicht kurz noch zu Tag Ernst, in dem einen Moment herausragend, wo er den Schuss von Opoku noch hält. Da fand ich ihn super. Was mir aber vorhin noch unter den Tisch gefallen ist, was ich unbedingt erwähnen wollte, wenn wir bei Standardsituationen sind, dann reden wir eben auch über den Torhüter. Und das, finde ich, ist vielleicht das größte Defizit von Tag Ernst, ist das Thema Strafraumbeherrschung. Wenn Hertha jetzt sogar noch 2 kopfballstarke Spieler abgegeben hat, wünsche ich mir, muss man sich mehr Aura, da ist das Wort, von Tjerk Ernst bei Standardsituationen mehr Präsenz wünschen. Denn
er hat den Vorteil, mit seinen Armen den Ball fangen zu dürfen. Er hat einen Höhenvorteil, dann muss er entschiedener rauskommen und da seine Verteidiger auch mal entlasten. Er klebt mir viel zu sehr auf der Grundlinie und das muss er definitiv noch in sein Spiel bekommen, um auch ein runderer Torhüter zu werden. Da bin ich mir sicher, dass wir das mit unserem Torwarttrainer bestimmt hinbekommen. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten wollte ich nur nochmal erwähnen, ich war positiv überrascht davon, Fehler hat sich sehr oft Toni Leistner ausgetauscht an der Seitenlinie. Also Leistner war bei den Aufwärmern, das ist ja eine begrenzte Zahl an Spielern, die sich warm machen darf, lange in der zweiten Hälfte nicht bei den Spielern, die sich aufgewärmt haben, sondern kam dann erst relativ spät, glaube ich, raus. Und war sehr oft, habe ich gesehen, wie er und Fehl sich da irgendwie nochmal kurz besprochen haben. Also, dass er sich da irgendwie auch hier und da Tipps holt. Und auch von den Spielern dann auf dem Platz war oft Cuisance derjenige, der sich da nochmal kurz mit ihm beratschlagt hat. Also finde ich gut, dass da ein gesunder Austausch auch irgendwie da ist. Das war ja auch bei Dardai, dass sich ja ab und zu dann mal ein Spieler eben hat rausziehen lassen für ein Kurzgespräch. Und ich finde es aber eben auch gut, dass du dir halt Rat holst dann vom Spieler, der gerade gar nicht spielt, der aber halt genug Erfahrung hat und auch die ganzen Situationen kennt, was man dann halt wie machen kann. Und ich meine, Leistner kennt diese Mannschaft halt vielleicht besser, also was heißt vielleicht, er kennt diese Mannschaft besser als Fehl, er kennt die Spieler besser. Er ist der Kapitän, auf ihn hören alle und dann finde ich es auch sinnvoll, das dann auch zu nutzen, weil ich meine, auf der einen Seite reden wir oft über den Nachteil, in dem Sinne, dass Leistner als Kapitän sportlich aktuell nicht auf dem Niveau ist, wie man ihn vielleicht bräuchte als Innenverteidiger. Gleichzeitig hast du aber dann diesen Kapitän immer bei dir auf der Bank und das kannst du eben auch für dich nutzen. Das finde ich auch gut. Definitiv, und das ist mir nämlich auch aufgefallen beim ersten Spiel gegen Paderborn. Da hat er dasselbe mit Niederlechner gemacht. Und generell muss man auch sagen, das Ingame-Coaching von Fjell funktioniert gut. Auch das ist ja etwas, was man sich unter Pal Dardai öfter gewünscht hat. Auch diese zu späten Wechsel von Pal Dardai waren ja immer wieder ein Thema. Und vorhin haben wir ja darüber gesprochen, dass nach dem 3:3 Ausgleichstreffer die Partie drohte zu kippen, Lautern die Oberhand zu gewinnen. Doch genau in der Phase wechselte Fjell ja zweimal. Er brachte Thorsteinsson und Clemens für Schuler und Dämme. Und das hat die Statik deutlich verändert, den Rhythmus von Lautern ein bisschen gebrochen und neue Ruhe reingebracht. Und dann hat Hertha das Spiel ja zu Ende gebracht. Auch das ist dann aufgegangen und spricht für ihn. Ich habe keine Spieler mehr übrig. Ich habe aber ein paar Statistiken nach 4 Spieltagen. Wollen wir das Zahlenspiel spielen? Yes. Und zwar dachte ich mir, das ist doch jetzt mit der Länderspielpause vielleicht ein guter Moment, um mal so ein bisschen innezuhalten und zu gucken, wo ist denn jetzt Hertha so im Statistikgefilde angesiedelt. Und mit 4% Abstand hat man bislang den meisten Ballbesitz der Liga, 59%, gleichzeitig auch den zweithöchsten Ballbesitz im mittleren Spielbereich, den zweithöchsten Ballbesitz im letzten Angriffsdrittel und den zweithöchsten Ballbesitz im gegnerischen Strafraum. Denn solche eine Statistik kann ja auch schnell, wir haben drüber geredet, im Totenballbesitz enden, in der Hintenrumscheiße, ist in dem Fall definitiv nicht so. Also nicht nur hat Hertha deutlich mehr Ballbesitz als in der letzten Saison, er verteilt sich auch auf die viel besseren Positionen, denn selbst der Ballbesitz, den man in der letzten Saison hatte, hat sich fast komplett auf den eigenen Strafraum und das eigene erste Drittel bezogen. So. Man hat die meisten angesetzten Dribblings in der Liga, auch die meisten erfolgreichen, nur prozentual befindet man sich da im Mittelfeld. Das heißt, man bringt Spieler oft in 1-gegen-1-Situationen. Das zeichnet sich davon ab. Man hat mit Abstand die meisten progressiven Läufe mit Ball. Das sind 104 nach 4 Spieltagen. Köln ist auf Platz 2 mit 87. Man hat die beste Passquote der Liga mit 87,5%. Man hat die meisten Flanken aus dem Spiel mit 63. Man ist auf Platz 8, aber nur was die schusserzeugende Aktion angeht und Platz 11, was die Torschüsse angeht. Und auch in läuferischen Daten kann man noch zulegen, auch wenn man natürlich, das Bayern-Phänomen, wenn man viel Ballbesitz hat, muss man weniger laufen. Trotzdem geht da mehr, denn in der Laufdistanz ist man auf Platz 11, bei Sprints auf Platz 13 und bei intensiven Läufen auf Platz 9. Und ansonsten eine kleine Statistik noch, wo man sich definitiv verbessern muss. Man hat die zweitmeisten Fehler beim Versuch, den Ball zu kontrollieren. Ist aber auch sehr eng beieinander, da unterscheidet man sich teilweise mit einer Zahl, das ist also relativ wenig. Aber ich finde, dass diese Zahlen durchaus ausdrücken, worin Hertha schon sehr, sehr gut ist, wo der Wandel zu Pal Dardai besteht und wo man gleichzeitig sicherlich auch noch Möglichkeiten hat, sein Spiel zu verbessern.
gerade was, also dieses Thema mit die meisten Flanken und wenige Torschüsse bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig, weil bei den Flanken zählen eben die Standards rein und wenn die Standards irgendwie häufiger auf deinen Mitspieler kommen, hast du halt automatisch einen Torschuss mehr, präzisere Flanken und das haben wir gerade nach dem Paderborn-Spiel oder im Paderborn-Spiel oft gesehen, wie viele schwache Flanken wir auch aus dem Spiel geschlagen haben. Und wenn du das einfach ein bisschen präziser hinbekommst, dann hast du automatisch mehr Torschüsse und dann bist du auch in den Statistiken, also nicht nur in den Statistiken, sondern auch in dem, wofür du dir dann was kaufen kannst, besser. Definitiv. Und dann, ich habe es nicht vergessen, kommen wir noch zur Discord-Abstimmung zum Spieler des Spiels. Luca Schuler holt das Ding ganz knapp mit 36 Stimmen, 5 Stimmen vor Kenny mit 31, Cuisance hat 13 bekommen, Sherhan 4, Kabovnik 2 und Martin Darden 1. Meine eigentliche Heldin ist aber die Frau, die beim 4:3-Treffer, als alles herum um sie explodierte, unbeirrt in der Hertha-Auswärtskurve ihre Wurst im Brötchen weitergegessen hat. Das ist so geil. Findet ihr übrigens auch auf dem RBB-Instagram-Kanal herausgeschnitten. Das sieht so fantastisch aus. Eiskalt ist sie das Ding da, völlig unberührt. Sie freute sich nach innen wahrscheinlich und drumherum kippten die Leute gefühlt um. Herrliche Szene. So. Es wir haben dieses Spiel, ja, gerne. Es gab nur eine kleine Geschichte. Es gab im Gästeblock konntest du auch nur mit Karte zahlen. Und dann hat irgendwie ein Junge, ich weiß nicht, ob er schon volljährig war, auf jeden Fall so rund um Ende der 10er Jahre, würde ich jetzt sagen, der hat so viele Becher gesammelt, der war über 55 Euro oder sowas. Und hat die alle abgeliefert, aber hatte keine Karte dabei. Und dann konnte ihm halt dieses Geld nicht zurücküberwiesen werden. Ach so. Weil er offenbar halt einfach, keine Ahnung, ganz viele Becher gesammelt hat, die rumflogen ja. Und sowas im Stehplatzbereich. Ich weiß nicht, wie die Situation ausgegangen ist, weil er hat dann einfach irgendwie panisch noch wen angerufen, den er offenbar kannte, der auch noch irgendwie dabei war, ob der eine Karte dabei hat. Aber er hat auf jeden Fall die komplette Schlange gut blockiert. Ja, liebe Grüße, ja. Falls die Person uns hört oder eine Person, die diesen Jungen kennt, uns hört, gerne erzählen, wie diese Geschichte ausging. Das ist natürlich das würde mich auch interessieren. Das ist natürlich jetzt ein Cliffhanger. Aber dann haben wir es tatsächlich geschafft, dieses Spektakel zu besprechen. Lang genug hat es gedauert. Das hatte dieser Irrsinn auf dem Rasen aber auch vollkommen verdient. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Natürlich mit dem vollkommen richtigen Sieger, ist doch klar. Und jetzt reden wir noch über das kommende Spiel und dann verabschieden wir uns. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen? Will ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Ja, also an dem Wochenende jetzt erstmal niemand, beziehungsweise die Nationalmannschaften, aber dann am Samstagmittag in knapp 2 Wochen zu Hause Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna nach 4 Spieltagen Tabellenführer mit 10 Punkten. Und das trotz zahlreicher bitterer Abgänge. Zolis ist gegangen, Engelhardt ist gegangen, Tanaka ist gegangen. Abgänge im Wert von knapp 20 Millionen Euro. Man hat sich aber auch mit spannenden Spielern verstärkt. Pessinovic, Danny Schmidt, Tim Rossmann, Noah Bamba etc. Dazu kam ja jetzt auch noch spät David Kownacki zurück. Bislang ist es eher Minimalistenfußball, mit dem man erfolgreich ist. 5 Tore in 4 Spielen, nur ein Gegentor, wobei die XG-Werte da schon aussagen, dass Düsseldorf deutlich mehr Tore hätte schießen können. Aber man verteidigt sehr, sehr gut. Man hat Siege geholt gegen Darmstadt, gegen Ulm und jetzt gegen Hannover sehr überzeugend, unentschieden gegen den KSC gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte aufgrund der Abgänge und der vielen unerfahrenen Neuverpflichtungen mit einem deutlich schlechteren, / unsouveräneren Start Düsseldorfs gerechnet. Und so sind sie für mich, wenn sie jetzt schon so anfangen, glasklare Aufstiegsfavorit. Ich weiß nicht, Benny, wie es dir da geht. Zum einen wollte ich nur fürs Protokoll sagen, hattest du auch schon, ich glaube, vor ein, zwei oder letzte Woche wurde es erwähnt, dass am Freitag zumindest man sich Hertha Frauen gegen Wolfsburg im Pokal anschauen kann. Ja, aber natürlich, aber ich weiß gar nicht mehr, ob gibt's da noch Karten? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil, die Sitzplätze waren ja wirklich im Rekordtempo weg. Ich werde auch da sein. Aber ja, also das nur vollkommen richtiger Hinweis, wenn es dann noch Karten gibt, tut es. Ja, ich bin auch positiv überrascht von Düsseldorf. Also es spricht halt viel auch für Daniel Thune und die Mannschaft, dass du das irgendwie auffangen kannst, gerade wenn du Engelhardt und Tanaka im Mittelfeldzentrum verlierst. Bei Zolis konntest du dich ja auch schon gut darauf vorbereiten. Doch Engelhardt hat ja auch schon lange zu Beginn der oder schon mitten in der Vorbereitung dann gefehlt. Tanaka ist zusammen mit Kempf bei Como. Ja, stimmt. Tanaka aber hat ja ist jetzt auch sehr spät erst gewechselt und der war so ein bisschen, also Engelhardt hat so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht und Tanaka so ein bisschen an den kreativen Part von den beiden
Und das finde ich dann doch überraschend, weil jetzt die Kombo Mittelfeld wie Matthias Zimmermann und Isak Johannesson irgendwie war. Also Johannesson fürs Kreative und Zimmermann für die harte Arbeit, sag ich jetzt mal. Finde ich auch positiv überrascht, gerade wenn du dann siehst, dass sie am Tag, von dem sie Hannover geschlagen haben, dann nochmal drei neue geholt haben. Also ein Linksaußen ausgeliehen aus den Niederlanden, der so ein bisschen der neue Zoles sein soll. Dann hast du noch einen neuen Rechtsverteidiger geholt, auch ein Isländer, der wirklich die jüngere Alternative dann zu Zimmermann ist, wobei, glaube ich, dann zuletzt Ioha, der links hinten spielt, der ist ja auch eigentlich umfunktionierter Stürmer, rechts hinten gespielt hat und jetzt halt so hast auch noch ein Sechser, der so ein bisschen der Arbeiter ist. Also Giovanni Haag heißt der, ich kannte den auch nicht, aber bei dem gibt's eine super Geschichte, dass wenn du dir bei Transfermarkt seine Saison 21-22 anschaust, da hat er für Nancy gespielt in Frankreich und hat in der Hinrunde in 7 Spielen 4 Platzverweise gesammelt. Also der ist... Der hat 2 gelb-rote und 2 rote gesehen und hatte wirklich in der Hinrunde, also er hat erst in den ersten 7 Spielen, die er gemacht hat, wirklich 4-mal ist er vom Platz geflogen. Ja. Letztes Jahr dann gar nicht vom Platz geflogen, aber irgendwie 10 gelbe Karten, also da weißt du auf jeden Fall, was du bekommst. Also sollte Giovanni Haag in 2 Wochen gegen Hertha dann spielen. Das ist ja fast schon ein Fall für Giovanni Den Haag. Wow. Ja. Da kann man auf jeden Fall, also bei dem kann man auch, denke ich mal, die eine oder andere Karte provozieren. Also das ist wirklich, Giovanni Haag kann ich sehr empfehlen, das Transfermarkt-Profil. Was für die Feinschmecker unter uns. Misha, was ist dein Tipp? Shoot. Ja, also ich habe noch kein Düsseldorf-Spiel gesehen bisher, deswegen ist es für mich schwer und einfach nur aufgrund der Tabellensituation ein schwieriges Spiel. Ich glaube aber, dass der positive Trend fortgesetzt wird und dass wir das Ding am Ende zu Hause mit den Fans im Rücken gewinnen. Ein knappes Spiel, 1-0 oder 2-1, würde ich sagen. Benni, gehst du mit? Ja, komm. 2-1 klingt doch gut. Gut, dann bin ich der Realist, Pessimist. Deutet es, wie ihr wollt, in dieser Runde und sage, es wird ein 1-1, aber vielleicht kann man damit eigentlich ganz gut leben, denn wie gesagt, mit Düsseldorf ist das ja auch einer der schwersten Gegner in dieser Liga. Danach geht's gegen Nürnberg, ne? Fjell und Nürnberg treffen wieder aufeinander. Das wird doch eine heiße Geschichte. Ausgerechnet, Mensch. Dementsprechend haben wir es wieder an der Stelle. Gut, ausgerechnet trifft in dem Fall nicht. Würde mich wundern, wenn ausgerechnet Christian Fjell gegen Nürnberg trifft. Das wäre tatsächlich mal eine ausgerechnet Geschichte. Wechselt sich nochmal schnell ein. Mit Elfmeter oder so. Miro Klose köpft nochmal für Nürnberg. Das wäre nochmal geil. Hier, Icon League und so können auch immer so Geschichten machen wie, ja, wenn du getunnelt wirst, bist du raus und Tore nur per Volley und weiß ich nicht. Das wäre doch mal was. Trainer dürfen sich selbst einwechseln und die Tore zählen dann doppelt. Schlag mich vor. Wer hätte dann die größten Vorteile aktuell? Nürnberg, oder? Ja, ich glaube, also Klose ist wahrscheinlich nur noch... Der hat noch etwas drauf. Der sieht noch ja, fit aus. Und der hat, ich glaube, auch. Also ich glaube auf jeden Fall Elversberg und Horst Steffen wäre vielleicht ein bisschen... Der macht das mit Erfahrung. Ja, okay. Der steht einfach gut, aber in der ersten Liga wahrscheinlich Nuri Sahin, ne? Ja, oder Kompanie kannst du auch gut gebrauchen. Oh, stimmt. Oh, ja. Also Bayern, ja. Bayern in der Innenverteidigung. Stimmt. Bedarf wäre da, gerade bei der Spieleröffnung. So ein bisschen wie Van Beuten, der manchmal dann so in den letzten Minuten als Stürmer nochmal eingewechselt wurde. Das war so geil. Das war so geil, die wirklich belgische Brechstange da nochmal rein. Wunderschön. Freunde, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Die Leute haben jetzt 2,5 Stunden Futter für die Länderspielpause. Ist das nicht wunderschön? Und es hat mir ganz großen Spaß gemacht, auch mit euch beiden. Benni, Misha, vielen lieben Dank für eure Zeit. Und dann hören wir uns bestimmt ganz bald wieder. HOH und auf eine gute Zukunft. Auf eine gute Zukunft. Auf eine gute Zukunft. Naja, das legendäre Puma-Zitat. Klar, hab ich doch nicht. Hier, warte, wo ist es? Hat Puma das hier noch? Hier. Insofern, HOH, auf eine bessere Zukunft. Das war der erste Moment von Puma in diesem Podcast, als er mal bei irgendeinem Spiel von Hertha gebrochen war und irgendwie, der kannte ja Lukas und der sollte für uns nochmal irgendwie ein Stimmungsbild einfangen nach der Partie und Hertha hat irgendwie mies verloren und der war komplett gebrochen und das war so sein Fazit am Ende. Das hat ihn natürlich legendär gemacht und das war der Verweis darauf. Stark. Also HOH und auf eine bessere Zukunft. Aktuell sieht's ja gar nicht so schlecht dahingehend aus. Ciao, ciao. Adios. Ciao.